In 2,5 Wochen entscheiden die Wählerinnen und Wähler in Thüringen über ein neues Landesparlament. Viele wissen zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht, ob und wo sie ihre Kreuze machen wollen. Was viele Bürger in Thüringen dagegen eint, mit dem Status quo sind sie nicht zufrieden. Unsere Reporter haben sich umgehört, um zu erfahren, woran das liegt und welche Schlüsse die Thüringer daraus für sich ziehen. Ein Stimmungsbild kurz vor der Wahl, mittendrin aus dem Landkreis Hildburghausen. Thomas Imber betritt sein zweites Wohnzimmer. Schießtraining bei der Schleusinger Schützengilde in der Nähe von Hildburghausen. Imber ist hier der Oberschützenmeister. Im Hauptberuf arbeitet er als Bauleiter, seit Jahren selbstständig. Meine Generation, wir konnten uns einen Wohlstand erarbeiten. Das ist ein großes Glück, was wir hatten. Und da sollte man auch nicht immer gleich so pessimistisch sein und schimpfen und nicht immer gleich alles schlecht reden und schlecht machen. Nach dem Training sitzen sie zusammen und quatschen. Die Stadt ist fast tot. Da ist fast kein Geschäft mehr offen. Wenn ich da rum, ist Krankenhaus zu. Wir haben eine kleine Poliklinik, ein paar Ärzte. Wenn die jetzt an der Macht sind, vernünftige Politik machen würden, brauchte keiner vor der AfD Angst zu haben. Fast 37% der Wähler im Kreis Hildburghausen machten bei der Europawahl ihr Kreuz bei der hier rechtsextremen AfD. Gut 15% beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Das heißt, mehr als jede zweite Stimme ging an Populisten. Sie wollen das Alte nicht mehr haben. Und die meisten von den AfD-Wählern, oder so, die ich so kenne, ja, die springen da auf den Zug auf. Da werden Parolen rausgehauen. Das gefällt erst mal, ohne groß nachzudenken. Und da wählen wir die halt. Der Unmut, der Frust, er ist hier im Südwesten Thüringens an vielen Orten spürbar. Dabei ist die Arbeitslosigkeit niedrig. Manche der Unzufriedenen zieht es seit Jahren montags auf die Straße. Die sofortige Abschaltung aller Lügenmedien! Fordern wir! Keine Steuerverschwendung im Ausland! Fordern wir! Einer, der regelmäßig montags mit dabei ist, ist der Rentner und Hobbyobstbauer Frank Schellhorn. Ich lasse mir nichts mehr vorbeten. Die DDR hat uns 40 Jahre lang vorgebetet. Sie sind die Größten, die Besten. Wirtschaftsrang 7 auf der Welt. Dann hatten wir kein Autoreifen und so weiter. N-n-n. Authentizität. Nicht Wasser predigen und Wein saufen. Da sind wir. Und das ist einfach ja, der Unmut, der entstanden ist. Und wie gesagt, wenn mit den Menschen nicht geredet wird, entgleitet das. Ja? Frank Schellhorn ist im DDR-Grenzgebiet aufgewachsen. Der russische Krieg gegen die Ukraine beschäftigt ihn. Waffenlieferungen in Kiew lehnt er ab. Wird denn dort keine Waffen kommen, wäre der Krieg beendet. So. Russland würde die Ukraine besetzen. Richtig. Ein paar Kilometer weiter trifft Daniela Schreiber-Turku bei ihren Freunden ein. Sie engagiert sich gegen Rechtsextremismus in der Region, zusammen mit dem Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Fesra. Rundum zufrieden ist auch sie nicht, aber der ständige Frust nervt sie. Das ist ja auch so, dass das alles oder vieles sehr enttäuschend ist. Gesundheitssystem, Bildungssystem und so bin ich an vielen Eckpunkten auch, sage ich genauso. Das kann so nicht weitergehen. Aber ich finde immer, es wird viel gemeckert, aber wenig getan. An diesem Nachmittag ist ein Konzert geplant. Eine Bläserkombo aus Weimar ist zu Gast. Schreiber-Turku selbst ist zahntechnische Fachassistentin und zweifache Mutter. Sie sagt, sie verstehe die politische Entwicklung in Thüringen nicht mehr. Von Protestwahl könne schon lange keine Rede mehr sein. Wird jetzt alles besser, wenn wir alle Leute mit Migrationshintergrund aus diesem Land jagen? Oder was genau wird denn dann besser? Also, das ist immer so die Frage für mich. Was sich die Leute eben versprechen, ich weiß es nicht. Sie will weiterkämpfen, aufklären, vernetzen, dagegenhalten. Was wollen wir machen? Kopf in den Sand stecken ist keine Option.